Wir sind auf Sendung. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum berühmten und schönen Euro Truck Simulator 2. Ja, World Edition. World Edition. Ja, ich begrüße erstmal ganz, ganz lieb hier die Leute am CB-Funk. Basti. Moinsen. Moinsen. Ja, nebenbei haben wir noch unseren Trucker hier, der gleich nach Rotterdam fährt. Unseren Daniel. Moin, moin. Ja, was brauchen die schon wieder Traktoren? Ja. Das ist die Frage. Ja, gute Frage. Ich fahre auch nach Großbritannien, Grimsby oder wie das heißt. Mhm. Und ich fahre auch schon wieder ein 500, ein dicker 500, ein dicker, ja, Kleinträger. Ich fahre ein dicker 1016 Tonnen. Oh, Wahnsinn. Würde ich auch mal gerne fahren. Wahnsinn, liebe Freunde. Und ich fahre ja Hamburger. Hamburger 13 Tonnen nach Erfurt, Kühlzug. Wie sich das gehört. So, und da wollen wir auch keine Zeit verlieren. Papiere haben wir gekriegt. Und werden wir noch unseren Navi scharf machen. Ich habe mich gar nicht informiert, ob ich jetzt mit dem Schiff oder mit dem Zug rüberfahren muss. Das kannst du doch manuell entscheiden. Na, ich nehme den Navi. Was der sagt, ist gut. Mit dem Zug wäre mir lieber. So, ehrlich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir schon jetzt gedreht haben. Aber es macht. Ich glaube, du hast deine vierte. Es macht unendlich Spaß. Oh du ja. Du musst deine vierte Folge haben. Es macht unendlich Spaß. Ja, wenn bei einem Gewissen das Spiel nicht mehr abkratzen würde. Ja, bei mir. Ich habe leider das Problem, dass nach jeder Aufnahme ich ungefähr mein Drescher an die Wand schießen könnte. So, ich bezahle gleich Strafe. Oder? Die war schon dunkelrot. Ja, das habe ich auch. Und ich, wenn du kein Gas gibst und nichts machst, einfach ausrollen lassen, ne? Hm. Dann kriegst du kein Strafgeld. Nur so ein kleiner Tipp. Mhm. Das funktioniert zu 80%. Dass man keine Tickets kriegt, wenn man einfach dich durchrollen lässt. Und ich habe eine Premiere. Ich fahre ein bisschen mehr im Westen. Ja. Auch wenn Erfurt nicht gerade Westen ist. Und ich komme nicht aus dem Westen raus. Aber du fährst ja nach England, also immerhin. Ja. Du bist der Erste, der hier überhaupt mal. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich noch mit der Straßenlage zurechtkomme. Die sind da ein bisschen extrem. Nee, stimmt nicht. Ich bin ja auch schon in Polen gewesen. Du bist ja Stammkunde dort. Ich bin Hauptlieferant. Ja. Gut, dass ich mich nicht mit Automarken auskenne. Hm. Warum? Weil ich gerade das Auto nicht zuordnen kann. Und so wird er haben wir eine Nachtfahrt hier. Aha. Oh, ich hab's 11 Uhr morgens. Also ich denke mal, 15 Stunden Fahrt ist das, also es wird eine längere Fahrt. Uiuiui. Musst du bestimmt mehrere Ports machen, wa? 652 Kilometer. Das wirst du bestimmt nicht in der halben Stunde schaffen. Nee, da werde ich wahrscheinlich zwei Parts draus machen. Vielleicht auch drei, weil länger als eine halbe Stunde möchte ich nicht machen. Ich versuche einfach auf meine Raststätte zu kommen. Genau. An zu regnen. Na, und dann versuche ich das einfach mal zu unterbrechen. Dann gibt's eben den Part innerhalb von zwei Tagen. Hm? Genau so ist es. Ja, weil ich habe ja eine Stunde aufgedreht. Das war der erste Part. Und ehrlich gesagt, die Bearbeitung und das Hochladen, das dauert mir ein bisschen zu lange. Kann ja. Das bearbeiten. Dafür kann. Ey, da hat mich gerade einer von der Straße geschubst. Lol. Irgendwas, oder es war ein Windzug, ich weiß es nicht. So, werden wir mal ein bisschen Stoff geben hier auf der Autobahn. Brauchen wir nur keine 60 zu fahren. So, ich habe eine Automarke, da ist ein Diamant abgebildet, glaube ich. Wenn die Chefs schon die eigenen LKWs überholen, dann bist du es wirklich zu langsam. Ich fahre gerade 98 auf einer Autobahn, wo 100 erlaubt ist.
Ich wollte eigentlich was anderes hinten fahren, aber naja. Ich wollte ja mal woanders hin. Richtig. Und man sieht das sowieso meistens von innen, gerade bei so schlechtem Wetter. So, jetzt geht's auf der Autobahn Richtung Westen. Jawohl. Yeah! Die werden hier alle so langsam, kriege ich Stau. Bitte nicht. Ey! Ich hab zum Glück freie Bahn. Du Affenarsch! Komm, fahr mal bitte zu, du mit deinem Ford. Ford ist Mord. Ey, nichts gegen Ford. Jeder Puppel fährt ein Opel. So, dann werden wir mal ganz gemütlich hier eine 80 fahren. Ich habe wieder schönstes Grau in Grau. Graue Autobahn, grauer Himmel. Ja, bei mir ist schon wieder tiefste Nacht hier, ey. Bei mir auch. Und mein LKW ist grün. Wir werden heute auch nicht in den Tag reinkommen. Ich wahrscheinlich auch nicht. Mal schauen. 11 Uhr? Nee, ich fahre in die Nacht rein. Und ich habe eine Mücke in der Bude. Die ist mir gerade so die Wand lang geflogen. Arme Mückchen. Die will auch mitspielen. Wenn ich zu nah komme, klatsche ich. Ja, wie gesagt, also zur Zeit dauert das Hochladen bei YouTube ja extremst lange. Ja. Ja. Das stimmt. Vielleicht haben die auch ein Update. Das kannst du haben, dass sie vielleicht ein System-Update machen, die Aktualisierung machen. Möglich. Ne? Werden wir wohl nie erfahren. Wahrscheinlich nicht. So. Da werden wir mal nach Erfurt fahren. Ich bin ja mal gespannt, was ich heute in Erfurt oder nachher noch so bekomme. Käse. Vor Holland. Oh, na das wäre ein Traum, du. Da hat eh noch im Hintergrund so die Musik, den Fernseher laut. Ja? Ja. Kann nicht sein. Ich höre ja ziemlich große Motorgeräusche, das kommt bestimmt nicht von deinem LKW. Doch? Nicht? Warum? Ich hab die Motorgeräusche noch alles an. Wettergeräusche habe ich auch an, ich habe nur die Musik aus. Warte mal. Besser? Ja. Jetzt sitze ich gerade auf dem LKW. So. Boah, das bist du, wenn du wieder rauschen tust. Könnte sein, aber. Wie immer. Nee, ich lass dich nicht durch, du Auto, vergiss es. Ja. Ich hab mehr Gewicht, ich hab Vorfahrt. Mann, sind das hier kleine Strecken. Eine Stunde noch. Ich hab noch 14,5. 3 Stunden 49. Also ich muss dann mal im Westen rüberkommen. Ich krieg in Erfurt bestimmt eine Route. Das ist doch traurig, ne? Ich fahre auf eine Autobahn, fahre 76 km/h und überhole ein Auto. Auf eine Straße, wo 100 erlaubt ist. Nur alte Omas hier auf der Straße. Ich glaube, ich spinne. Ja. Und jetzt fahre ich 82. Okay. Ah, ziemlich ruhig auf der Autobahn, muss ich echt sagen. Ja, bei mir ist schon ein bisschen mehr los, aber kein Wunder, ich fahre ja auch Richtung Wasser. Wie es aussieht, genau. Ja. Ja, soll auch in der Nacht fahren, ja. Außer wir. Ja, das stimmt. Ich habe die Hauptverkehrszeit, ich fahre gerade über eine Brücke. Jo. So. 5. Ich fahre gerade Rotterdam. Rotterdam liege ich. Ich fahre mit dem Schiff.
Boah, da bitte logisch, ja. aus Rotterdam. Und es hat aufgehört zu regnen und ich habe wieder schönen Sonnenschein. Bin ja mal gespannt, was du bezahlst. Bestimmt zu viel. Zahlt er die Firma. Auto, hau ab. Hau ab, hörst du nicht das Hupen? Boah. Na, das klang doch fast wie ein Unfall. Ja, ich hab mich nicht richtig eingeordnet. Eieiei. Lol. Ah, schon wieder nicht. Scheiße. Noch Schwierig. 13, 14 Stunden noch. Oh Mann. Ja, in der Nacht ist das alles ein bisschen bescheiden, ja, weil du siehst nicht viel. Ja. Ist richtig. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Gut, wenn man auf der Autobahn ist, geht das, ne? Aber auf der Landstraße? Eieiei. Ist es ja. So, Mensch, 52 Minuten, da bin ich schon wieder in Erfurt, ey Leute. Habe ich denn immer nur die Knöcheltouren hier? Ja, Bist ja auch passt im gut. Osten. Wahrscheinlich hätte ich woanders anfangen sollen. Wo hast du denn angefangen? Leipzig. Ja, gut, das ist auch kein Wunder. Ich habe in Hamburg angefangen. Ich habe in Kassel angefangen. Ich würde ja gerne in Lübeck anfangen, aber es geht ja schlecht. Lol. Muss ich mich auch mal beschweren. So, wo muss ich denn hin? Geradeaus, weiterhin zum Airport. Gut. Ich hoffe, dass ich mein Schiff finde. Ach, bestimmt. Oh, Eisenbahn ist schlimmer. Ja, da muss ja so richtig drauf fahren, ne? Ja. Du musst auch gerade drauf stehen, sonst fährt er nicht los. Ne? So, das, Amsterdam Zentrum. ich sehe schon den Westen, hier stand die Köln. Alles stimmt ja. Ich fahre jetzt auf die A7. Ich fahre gerade in Rotterdam vorbei. Richtung Hafen. So, ich muss schon wieder abfahren. Ach Kann Mann. ich wieder Gas geben? Nein, hier ist nur 50 erlaubt. Prost. 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 So, ich bin ja mal echt gespannt, ob ich hier irgendwie nachher mal rüberkomme. Sollen wir dir mal die Daumen drücken? Ich möchte nicht schon wieder in den Osten fahren. Ja. Ich habe die ganze Zeit eine 50er-Zone vor mir. Ich fahre Fernverkehr, kein Nahverkehr. Ah, ich darf 100 fahren. Da musst du Fährverkehr weiter ausbauen, da kriegst du nur noch Auslandtouren. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht hier, wenn du so weit fortgeschritten bist, ne? Dass du alles voll hast, dann kriegst du nur noch Auslandtouren, ey. 500, 600 Kilometer. So, ich bin Erfurt. Muss schon Okay. wieder rüber. Oh, ich bin gleich Hafen. So, die Firma ist gleich hier vorne. Die kriegen erst mal schöne Hamburger. Ich mache die große Karte an. Ups. So. Nein, du sollst da bleiben. Oh. So. Mal gucken, was das für eine Bude ist. Aber schlimmer als der Schenker kann es nicht sein. Och, alles vollgestellt, ey, geil. Du hast es herausgefordert. Du hast auch immer so ein Glück, von daher. Ja. Hier stehen nur Container, ey. Oh, ich hatte schon
Ecke, da standen nur Stahlrohre. Mich erst mal gucken hier. Ah. Was schön. Und wieder eine 50er-Zone. England. Mal kurz konzentrieren hier. Nachts rückwärts einborgen, das ist nämlich scheiße. Kriegst du schon hin. Machst du manchmal hier drei Anläufe. Halt, falsch gelenkt. Ah. Gut. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt gleich links. Oh Mann, ey. Gut, dass nicht so viel los ist auf der Straße hier beim Hafen. Ah, das wird nicht. Ist aber wohl schweineeng hier. So, hallo. Ja, ein bisschen vor. Jetzt sieht's gut aus. Ich habe heute echt Probleme mit Einparken. Nein, hol fahr ich nicht, hart ich fahr. 8 Stunden. 8 Stunden muss ich mit der Fähre fahren. Na, herzlichen Glückwunsch. 960 Euro. Na, da. Ja, und das ist jetzt eine Premiere. Das erste Mal sehen meine Kunden hier, meine Zuschauer, den Ladebildschirm. Meine Kunden? So, ich stehe an der Rampe nach 100 Mal ansetzen. So, damit würde ich mal gucken, wie viel wir gemacht haben. Wir haben 12.216 Euro verdient. Okay. Wird doch. So, und da würde ich nämlich gleich mal gucken. Voll gespannt sein, ne? Wir können nach... Na? Osten. Er schweigt schon, also ja. Kann nichts Gutes heißen, ja. Soll ich euch sagen? Dresden? Magdeburg? Magdeburg? Dresden, Leipzig, Erfurt. Und einmal Kassel, und das nehme ich. Auch wenn's Kassel ist gut. Und wenn es bloß der Nachbarort ist, ist mir egal, ich komme weiter rüber. Ist egal, Kassel ist gut. Oh, 20 Tonnen Salz, du. So, ich habe jetzt noch 300 Kilometer zu fahren. So, ja, gucken wir mal, wo die Firma ist. Ich habe noch 8 Kilometer. Okay. Gucken wir mal auf den Navi, wo die Firma ist. Dann werden wir nämlich gleich noch den Öffentlicher holen. Oh, 10 Minuten haben wir noch. Ja, oh, das schaffe ich. Muss jetzt mal gleich noch einen Parkplatz finden in 10 Minuten. Bitte nicht zu schnell fahren, hier gibt es Blinker. Hier, Blitzer. So, ich bin dann auch mal in Rotterdam angekommen. Blinker. Ja. 30er-Zone, deswegen hasse ich England, weil die haben nur 30er-Zone. Ey, jetzt habe ich auch noch einen überfahren der roten Ampel gekriegt, ey. Lol. Meine, oh mein. So, ich fahre jetzt 31. Ich hoffe, ich werde nicht geblitzt. So. Kam gerade der Kollege. Und jetzt fängt es auch noch an zu schiffen, oder wie?
Wie, hast du meinen Regen abbekommen wieder? Jetzt fängt er mal an zu schiffen, ey. Ich war blöde. Er hat wieder meinen Regen abbekommen. Ja. Bei mir ist schönes Wetter, aber es ist Unnacht. Ja, ich habe auch schon 23 Uhr. Bei mir ist 3:49 Uhr. Oh, bei mir ist es 3:39 Uhr. Ei. Alter Schwede, ey. Wenn du mir noch sagst, dass heute Mittwoch ist, dann. Nee, bei mir ist Donnerstag. Gut. Bei mir ist Mittwoch. So, ich bin bei den Kunden angekommen, um den Auflieger zu holen. Nach Ich bin Kassel. auch in Rotterdam angekommen und lade jetzt ab. Und ich sage euch eins, ich komme noch im Westen. Ich bin dann in Kassel. Und Kassel ist nicht mehr weit. Wir lassen dich nicht im Westen rein. Das ist unser Gebiet. 20 Tonnen Salz, ey. Ja, es geht auf den Winter zu. Ah. Wir hatten noch gar keinen Winter dieses Jahr, ne? Ja, nee. Aber warum muss ich schon wieder einen Kühler fahren für Salz? Okay. Ich darf 50 fahren. Hey. Wollte gerade sagen, war jemand geblitzt? Nö. Das hört sich gerade so an. Nö. So. Rückwärtsgang rein. So, ich bin dann auch da mit 5.553 Euro Verdienst. Nicht schlecht. Oh. So, suchen wir uns mal das nächste. Ich darf noch 10 km/h schneller fahren. Das Voll ist bekloppt, ey. so super, ey. Ich brauche für eine Tour 30 Minuten. Oh, ich brauche ein bisschen länger für die Tour. So, Oder ich damit mach. haben wir wieder den angesattelt. Können wir eine Warnblinke ausmachen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder startbereit für den nächsten Part. Ich suche noch die nächste Tankstelle. Ich hoffe, ich kriege eine, aber die Engländer sind nicht so berühmt fürs Tanken. Ja. Das merke ich nämlich schon gerade. Nebenbei tut es mir echt leid, dass ich hier nur solche kleinen Pummeltouren kriege zurzeit, aber wir nähern uns schön dem Westen. So, bevor ich meine nächste Fahrt nach Dortmund mache, öffne ich mir erstmal ein Bierchen auf dem Hof. Das ist super. Ich habe auch gerade einen Motor ausgemacht. Ich frage mich gerade, wo ich Pause machen muss. Oh, jetzt hat's geblitzt. Ich kann hier super gleich auf dem Hof parken. Toll. Ich habe bestimmt die nächsten 300 Kilometer keine Tanke. Hallo. Und ich darf nicht schneller fahren als 60. Obwohl, hier auf der Autobahn müsste es doch theoretisch gehen. Ich gehe mal das Risiko ein. Ja, also meine nächste Fahrt geht nach Dortmund und ich fahre da einen Raupenbagger, 25 Tonnen. Oh, das ist schön. Da kriegst du Kohle. Ja. Da kriegst du Richtig. Money. Jo. Und ja, wie gesagt, also meine Tour geht da nach Kassel rüber, ist wohl nicht gerade weit, das wird wohl wieder in einer halben Stunde erledigt sein. Aber wir haben immer noch den Vorteil, dass wir irgendwo noch mal im Westen kommen und uns eine gute Tour zu schnappen. Na genau. Mal schön nach Frankreich rüber, hätte ich mal richtig Bock, du. Ja. Ich habe mir das gleich so überlegt, wenn ich um die Kurve gefahren bin, wenn die Zeit gleich abgelaufen ist, stelle ich mich gleich auf den Standstreifen. Mach Pause. Naja. So, Licht können wir eigentlich theoretisch auch. Ach, ich habe gar kein Licht an. Jetzt habe ich Licht an. Lol. Oder? Ja. Ja, ich habe ja den schönen holländischen Steil. Ja? Da gibt es ja hier für das Licht. Die haben ja solches gelbliche Licht. Kennst du das? Aber das wirst du ja sehen, wenn du mein Video siehst hier. Da, ich habe so den holländischen Style so ein bisschen. Meine Kabine ist auch dunkel, ich sehe nur die Straße. Wow, bei mir gewittert es hier. So, ich bin wieder auf der Autobahn. Auf der A12.
So, guck ich mal auf die Karte. Toll, ich sehe eine Tankstelle, aber höchstwahrscheinlich ist sie auf der verkehrten Straßenseite. So, und ich würde mich jetzt mal verabschieden. Ich hätte wohl jetzt noch 5 Minuten, aber wir wollen ja jetzt 5 Minuten hier keinen stehenden Ja, LKW sehen. dann warte noch mal kurz. Ich mache da mal Pause auf dem Standstreifen. Ja. Was war noch mal Warnblinker? F. Ja, gut. So. Gut, wir stehen in Ordnung. Das passt so. Alles klar. Ja, Dann können dann wir uns verabschieden. genau, und da würde ich mich bedanken für die schöne Runde hier. Ja, bei dem Basti. Jo, dann fahren wir auch. Oh, ich glaube, ich halte einen Kollegen gerade an, weil ich ein bisschen schief stehe. Aber er kommt doch vorbei im Schneckentempo. Ja, und nebenbei will ich mich noch beim Daniel verabschieden, der hier irgendwo in Deutschland oder im Ausland steht. Ich weiß es nicht. Ja, ich stehe in Rotterdam, stehe ich zurzeit. Also in Holland. Yep. Bei den Grasanbauern. No. So, mit diesem Gewitter verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder ein Abo. Ja, bei uns drei natürlich. Und Genau. ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.